Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plötze 3. So, was ist denn mit dem Plötze? Der zittert so ein bisschen. Der hat Skorbut, das sehe ich bis hier. Hier zittert er nicht mehr. Na egal, komm Plötze. Wir haben was zu tun. Ja, in dieser Folge, ich sag's direkt vorab. Ich sag es frank und frei, dann bist du mit dabei. In dieser Folge, ich hab's im letzten Endscreen schon angedroht, sammeln wir wieder ein paar Fragezeichen ein. Das muss zwischendurch immer sein, weil es gibt so viele davon. Jeden Tag jemanden aus. Und sonst kommen wir nicht hinterher natürlich. Und es gehört ja auch dazu. Was ist das denn hier? Langsam. Manuel hat es eine Woche zu spät bezahlt. Er wollte uns auch noch betrügen. Die Börse war voller gefälschter Kronen. Seht, Bronze mit ganz wenig Gold drauf. Das bedeutet, dass die Kassen Redaniens fast leer sind. Vielleicht sollten wir jetzt den Ponta überqueren und sehen, was es dort zu tun gibt. Oh, der Radovid ist pleite? Ist das so? Die Söldner wollen mit Rom Hans von Sidaris. Hast du die Nachricht ausgehängt? In der Tat. Hans von Sidaris, Söldnerhauptmann. Ich weiß von einem Monster, das erschlagen werden muss. Interesse? Da sind wir jetzt durch Zufall wieder reingestolpert. Über welche Art von Monster reden wir? Es war so. Radovid hatte mich und meine Leute angeheuert, war aber mit dem Lohn seit Wochen im Verzug. Und ich will verdammt sein, wenn wir unser Leben umsonst riskieren. Da gebe ich dir völlig recht. Aber du wolltest mir vom Monster erzählen. Richtig. Wir kamen her, schlugen das Lager auf und es zeigte sich, dass irgendeine Bestie die Gegend unsicher macht. Wir wollten den Leuten hier helfen, schnappten unsere Waffen und brachen auf. Kurt und ich nahmen den einen Weg, Gerd und Henk den anderen. Gerd und Henk kehrten nicht zurück. Was immer es hat sie erwischt. Das ist eindeutig ein Fall für einen Fachmann. Darum haben Kurt und ich eine kleine Belohnung zusammengelegt. Wir hoffen, dass einer den Leuten hier hilft und unsere Kameraden rächt. Schrecklich nobel von euch. Ha! Söldner, wir haben auch unsere Ehre. Nun, Meister Hexer, was sagst du? Nimmst du den Auftrag an? Also, die wurden von Radovid beauftragt, das Monster zu töten. Und jetzt geben sie den Auftrag an uns weiter, dass wir das Monster töten und geben uns quasi wahrscheinlich einen Bruchteil der Belohnung. Ja, es kommt. Reden wir über die Belohnung. Darüber, dass sie einfach nicht ausreicht. Natürlich, denn die wollen ja nur den Leuten hier helfen. Das ist natürlich sehr selbstlos. 333, komm, das reicht. Etwas zu viel, Kumpel, aber nur etwas. Wir könnten uns immer noch einigen. Na gut, sagen wir 325 und die Kiste da hinten im Hintergrund, wenn das eine Kiste ist, ich weiß gar nicht. So. Etwas zu viel, Kumpel, aber nur etwas. Wir könnten uns immer noch einigen. Gut, 300 und das erste, was ihr seht, mit dem ihr nicht gerechnet habt, wenn ihr nach Hause kommt. 300? Nee, komm, 310 müssen es sein, komm. Ich hätte das Vieh selber gejagt, wenn ich gewusst hätte, wie viel du dafür haben willst. Mhm. Pech. Sei's drum. Klingt ja authentisch. Na schön. Wo soll ich suchen? Südlich von hier. Da haben wir uns getrennt. Und Gerd und Henk zum letzten Mal lebend gesehen. So, Quest verfolgen. Die Kreatur aus dem Wald von Ochsenfort. Ist eine Quest, die wir wirklich... Ich sehe den Totenkopf bei der Quest. Ich speichere mal eben hier. Aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt machen können. Ich habe gehofft, wir kommen da jetzt so easy peasy durch und nehmen eine Quest einfach mal mit. Ja, so viel zum Thema. Wir machen nur Fragezeichen heute. Es ist nicht der Bär. Ah, okay. Ja. Es ist nicht der Bär. Das wäre schön gewesen, wenn es der Bär... Oh, Bärenfett. Wäre schön gewesen, wenn es der Bär ist, aber leider... Da sind schon wieder Wölfe. Die sind so lästig. Mist. Ja, war schlecht getimed. Ich wollte gerade ein paar Wölfe einfach mal anzünden, aber leider...
So, Hundetalg. Ekelhaft. Der stinkt nämlich sehr. Und da soll irgendwas sein. Ich guck nochmal ganz kurz, was es ist. Ich will wahrscheinlich nicht dagegen kämpfen. Offenbar. Ich speichere nochmal. Offenbar. Ja, der Henk und der Kollege kehren wohl nicht zurück. Spuren, Bissspuren, Rüstung zerfetzt. Ich tippe mal auf einen Werwolf. Menschlich. Augenscheinlich keine weiteren Toten. Da hinten wieder Wölfe. Ein Arm. Hm. Flugmonster. Hatte die zweite Leiche in den Klauen. Hat nicht alles auf einmal ins Nest gekriegt. Stück für Stück der Spur folgen. Quest aktualisiert. Okay, wir folgen mal Stück für Stück der Spur. Das Blöde ist nur... Ach, die Wölfe sind noch weit entfernt. Okay, alles gut. So, hier. Dann da. Ich weiß nicht, ob ich der Spur folgen will, weil wenn ich das Totenkopf-Symbol sehe, der Quest, dann lässt meine Begeisterung spontan ein wenig nach. Und da kommen wir jetzt zu den Wölfen. Das waren die Wölfe. So, wir folgen der Blutspur mal. Ich werde aber wahrscheinlich nicht gegen das Viech kämpfen, was immer es ist, denn ich glaube, da werden wir momentan wenig Chancen gegen haben. Und wenn, dann wird es wahrscheinlich sehr lange dauern, das Viech zu bekämpfen. So, Auftrag der Kreatur. Okay, weiter geht es. Hier sind die Blutspuren weiter. Wir kamen aus dieser Richtung. So, wir kamen. Wir kamen von hier und gingen nach da. So rum war es. Hier waren die Wölfe, genau. So, da ist das nächste Stück und da hinten. Jetzt kann ich das nächste auch sehen hinter den Wölfen. So, zack. Na, Glückwunsch. Ich will nicht wissen, was da auf uns lauert. Und ich habe Angst, dass es gleich aus der Luft angreift. Und dann sind wir nämlich die Doofen. Hier endet die Spur. Die verdammten Vögel müssen den Boden freigepickt haben. Aber den Rest der Leiche dürften sie auch gefunden haben. Ich muss nur dem Gekrächze folgen. Folge den Raben mit Hilfe deiner Hexersinne. Ach, has, 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 has. Okay, wir folgen den Raben. Ich höre das Geräusch überhaupt nicht von den Raben. Ich sehe nur da oben, vielleicht sind es diese da. Ja, es sind jene. Hört sich zauberhaft an. Und da ist auch schon eine Klippe. Da wird wahrscheinlich irgendein Flugviech wohnen. Da oben. Und wenn ich das richtig sehe, kann man da auch gleich emporklettern. Ich will hier wirklich nicht hin. Na, jetzt kletter doch mal hoch. Ja, ja, los. Da ist das Nest. Jetzt nochmal speichern. Gleich werden wir sterben. Wir können ja nicht schummeln. Wir können jetzt nicht einfach irgendwie... Und das Nest? Leer. Abgesehen von Nahrungsresten. Auftrag eines Söldners. Da gucke ich gleich mal hinein. Eieiei. Auftrag eines Söldners. Wo denn? Ah, hier. Werter Meister Hans von Sidaris.
Ich habe beschlossen, deine Bedingung zu akzeptieren und den Lohn für das Erschlagen der Bestie im Voraus zu entrichten. Die Höhe des Lohns jedoch, 6 Börsen voller Kronen, scheint mir unangemessen. Die 3 Börsen, die ich mit diesem Schreiben übersende, sollten mehr als genug für dich und deine Mannschaft sein. Beachte, dass ich eine schnelle, endgültige Lösung des Monsterproblems erwarte. Wenn du das nicht fertig bringst, musst du bei Androhung von Auspeitschen und Kerker jeden Kopper der Vorabzahlung zurückzahlen und die Gegend unverzüglich verlassen. Im Namen des Stadtrats von Ochsenfurt, Klaus van Trontke. Und jetzt wissen wir auch, warum die uns bezahlt haben. Die haben den Auftrag vor mir angenommen, sich im Voraus bezahlen lassen. Mehr, als sie mir zahlen. Na, hab ich doch gesagt. Du Cleverer. So, immer noch folge den Raben mit Hilfe deiner Hexersinne. Tötet, wenn ihr die Götter liebt. Los, meine Lieben. Mist. Oh, das wollte ich. Nein, ich wollte. Oh, jetzt habe ich aus den F gedrückt. Jetzt habe ich die Katzensinne gerade. Ah, oh, scheiße. Was war das? Zutaten. Achso, Ranogrin. Na toll, im Hexermodus habe ich jetzt auch die Katzenaugen. Ah, oh, ich sehe nichts. Hä, da ist jetzt ein neuer erschienen gerade? Dünner Schaft, wenig Nebenfedern. Interessant. Ein Erzgreif. Kehre nach Einbruch der Dunkelheit zurück, wenn der Greif sich im Nest befindet. Opinicus, oh weia. Im Bestiarium. Insektoide. Bestien, nein. Drakonide, nein. Hybride auch nicht. Nein. Insektoide, Konstrukte, Nekophagen, Ogro, nein, auch nicht. Verfluchte Wesen, auch nicht. Hä? Vampire sowieso nicht. Wo sind denn die? Hä? Wo sind die nochmal? Bei den Wyvern hätte ich die vielleicht noch vermutet, aber offenbar nicht. Oktoschmoide waren das, ne? Hier, die Oktoschmoide müssen noch irgendwo sein. An Hanna aus den. Hier, ach, hier. Bei den Hybriden, also doch. Opinicus, die unterschiedlichsten Kämpfer. Söldner, fahrende Ritter, ehrgeizige Männer des Gesetzes versuchen den Hexern bisweilen Konkurrenz zu machen, wenn es um das Töten von Monstern geht. Dies endet jedoch für gewöhnlich in einem Massaker, was das Problem nur noch schlimmer macht. Das Monster übersteht den Kampf unverletzt, ist wütend und auf Rache aus. Dies war in den Bergen bei Ochsenfurt geschehen, wo ein mächtiger Erzgreif sein Nest gebaut hatte. Wieder einmal war es am Hexer, hinter den Leinen herzuräumen. Er wusste, dass einer feuerliebenden Kreatur wie dem Erzgreifen weder mit Igni noch mit Bomben beizukommen war. Auch musste er sich vor der Säure des Monsters hüten, die sich durch die stärksten Rüstungen fraß und so den rasiermesserscharfen Klauen den Weg freimachte. Kartätsche Bombe? Wie? Hier, weder mit Igni noch mit Bomben. Wirksamer Kampf, Bombe. Hä? Hybridenöl und natürlich Art, wie immer. Okay, nach Einbruch der Dunkelheit, aber jetzt gehe ich... Wir machen das später. Also wir können uns das Viech nochmal angucken, gerne. Vielleicht mache ich das mal. Ich speichere eben und dann... So. Ah, diese Katze. Und dann 23 Uhr ist, glaube ich. Ne? Nach Einbruch der Dunkelheit müsste das ja hinhauen. Da ist es. Okay, zack. Ich probiere mal eben was. Hybridenöl. Hab ich das? Wo ist denn das? Ich habe noch nie Öl probiert. Öl, köstlich. Wo ist denn unser Hybridenöl? Hybridenöl, Vollmond, Maribor, weißer Honig. Katzen brauchen wir auch gerade gar nicht. Hexerblut fügt den Vampiren. Okay. Waldkauz, beschleunigt Regeneration der Ausdauer. Donner erhöht die Angriffskraft. Das können wir gerade gebrauchen. Donner. Und wo sind die Öle? Ich habe sie noch nie benutzt, deswegen suche ich sie gerade da. Verfluchten, Insektoiden, Bestien, Geisteröl, Nekrophagen. Wir werden sowieso sterben, davon abgesehen. Konstruktöl, Hybridenöl. Diese Aktion kannst du im Kampf nicht ausführen. Schön. Das
ist ja beruhigend. Alter, jetzt flieht doch nicht dauernd rum. Boah, mit Säure. Oh wow, ich habe dem ja mächtig viel Schaden zubereitet. Alter. Wir kommen später nochmal wieder. Das sieht sinnlos aus. Naja, war eine gute Idee, aber ich glaube, das ist für uns momentan noch ein bisschen zu hoch. Also wir könnten den eigentlich schaffen, aber es würde ewig dauern. Und ich vermute, wir würden noch ein paar Mal sterben. Das ist so meine Vermutung. Wenn wir jetzt laden, theoretisch können wir woanders schnell noch hinlaufen, ein bisschen Hybridenöl auf die Klinge und dann immer hinter den Rollen angreifen, 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 hinter den Rollen angreifen, angreifen, hinter den Rollen angreifen, angreifen, zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Art zaubern. Das würde schon gehen, würde aber ewig dauern. Lohnt sich gerade nicht. Wir kommen später nochmal wieder, wenn wir ein bisschen mehr gelernt haben. Dafür ist ja das Totenkopfsymbol da. So, jetzt bitte, bist du fertig? Schön, wieder mit Katzenaugen. Freue ich mich sehr. So, plötzlich bist du da, du weißer Engel, du Lichtgestalt. So, galoppel, 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 galoppel. Ich hoffe, die Katze hält nicht mehr lange, 2-3 Minuten noch. Dann, ja, entschuldige, ja, kann ich doch nichts für. Jetzt macht doch hier keine Vollbremsung. Da kannst du auch runter. Mann, plötzlich, was ist denn los? Hast du die Katzenaugen oder ich? Ein Waldschrat. Okay, Igni. Speichern. Wir haben noch nie gegen Waldschrat gekämpft. So, Waldschrat. Rat aber herzlich, möchte ich da mal sagen. Hüps, hier einmal, komm drauf, mit diesen Katzenaugen sehe ich nichts. Ein Zweieck, auch ein schöner Name. So, der Waldschrat. Wir können mal ganz kurz im Bestiarium gucken. Das Problem ist, das Suchen danach dauert länger als das Vorlesen, habe ich das Gefühl. Ogroiden ist es nicht. Müsste, ist ein Relikt, ne? Ja, ist ein Relikt. In diesem Wald jagen wir nicht. Nie. Auch wenn das ganze Dorf hungern muss. Mullewar, Dorfältester von Hoschberg in Untererdien. Waldschrate leben in dichten, urwüchsigen Wäldern. Sie sind sehr auf ihre Wir verziert und Heimlichkeit und List sind ihre einzigen Jagdgefährten. Sie nutzen ihre angeborene Magie, um die Pflanzen und Tiere in ihrem Revier zu beeinflussen. Und wenn sie den Tieren auflauern, müssen sie nur nah genug an sie herankommen, um zuschlagen zu können. Waldschrate, die alt genug sind, um die Bezeichnung Steinalt zu verdienen, verfügen über besondere Fähigkeiten und Taktiken, die sie hochgefährlich machen. Okay, hier Öl, Reliktöl und eine Dimendin-Bombe, Mertium-Bombe. So, das war er. Den Kollegen da lassen wir erstmal. Da ist auch noch ein schönes Häuschen. Wir gehen erstmal nach da unten. Dann haben wir die drei Fragezeichen hier abgefrühstückt. Weißt du was? Das haben wir uns verdient. Nicht bis 20 Uhr, wir machen mal bis 4 Uhr. Der Schrat ist ja tot, der wird ja hoffentlich nicht wiederkommen. So, 4 Uhr morgens, das ist die Zeit der Götterspeise. So, es ist sehr unwegsam hier. Aber der Plötze... die Plötze kriegt das hin, meine ich. So. Plötz da. Da sind wir auch direkt auf dem Wege. Und dann müssen wir ganz kurz hier scharf rechts, links, Entschuldigung. War das andere rechts? Irgendwas knattert da von links. Irgendwas hat sich ja ganz böse noch angehört. Aber es kann auch der Wind sein. Person in Not. Tötet, wenn ihr die Götter liebt. Los, meine Lieben, an die Arbeit. Einsam. Oh.
Das war der Anführer. Zwei auf einen Streich. Für Temerien! Hier, für Temerien. Nimm das mit. Kauf dir mal eine neue Halsschlagader. Die alte sieht so zerlumpt aus. So, wir hatten noch eine Person in Not, was wir nicht auflösen konnten wegen einem Bug. Wegen eines Bugs. Jetzt nimm nochmal. Da haben wir den Schlüssel. Im Gebein. Hier noch ein Langschwert. Natürlich erstmal alles aufnehmen, ist doch klar. Saphirstaub. Alchemistenpulver. Huch, die Kiste verschwindet einfach. Ungewöhnlich für eine Kiste. Und da haben wir noch einen Zettel. Notizen eines Banditen. Da schauen wir auch nochmal ganz kurz rein. Das ist offenbar kein Questgegenstand. Wo sind die? Da. Man sagt, ein Elfen im Wald kann keiner fangen. Oh doch, man kann. Man muss es nur richtig anstellen. Wir haben den lebenden Beweis in unserem Lager. Einen Bogenschützen der Skoyatel. Ich hatte gedacht, dass wir dieses Ungeziefer im letzten Nilfgaard-Krieg ausgelöscht haben, aber scheinbar haben wir ein paar übersehen. Ich würde das Langrohr lieber gleich aufknüpfen. Das heißt, vielleicht würde ich ihn erst ein paar Tage foltern, aber danach hat es verdient, aufgeknüpft zu werden. Aber Kula meint, solange wir ihn lebend in unserem Lager haben, greifen uns die anderen Langohren nicht an, weil sie fürchten, dass wir ihn töten, bevor sie uns daran hindern können. Ich habe auf seinen Rat gehört und es bisher nicht bereut. Früher kam noch alle zwei Schritte ein Pfeil geflogen, aber jetzt? Jetzt ist es totenstill. Der Elf verhält sich ruhig, isst nicht viel und wenn wir ihm ein bisschen Wodka einflößen, singt er sogar in seiner Sprache. Ah, klingt ganz nett. Bloede Doine, Eisbere Evelien oder so ähnlich. Handelt bestimmt von Blumen und Sonnenschein. Die stehen auf so einen Scheiß. Dann wollen wir mal den Skoyatel wieder freilassen. Hier einmal. Ich hoffe, die werden uns nichts Böses antun. Nur wenige helfen heute noch einem Elfen. Ich möchte dich dafür belohnen, Vatgar. Kommt ins Lager in der Nähe. Dort habe ich was für dich. Das mache ich doch gerne, aber komm noch raus. Ja dann. Du bist frei? Ein Kaufmann? Nur wenige helfen heute noch einem Elfen. Ich möchte dich dafür belohnen, Vatgar. Ah, jetzt geht er los. Lager in der Nähe. Dort habe ich was für dich. Okay, ich gehe dir mal hinterher gerade. So, wir stiefeln mal hinterher, denn ich weiß nicht, wo das Lager ist. Ich hoffe, uns tut dir keiner was. Und ich hoffe, das Lager ist wirklich in der Nähe. Man weiß es nicht so genau. Wir haben den Skoyatel geholfen. Freue ich mich ein bisschen tatsächlich. Auch wenn die natürlich auch, naja, letzten Endes eine militante Rassistenvereinigung sind, muss man leider sagen. Aber ganz ehrlich, damit sind sie nicht schlimmer als die Menschen. Aber es gibt natürlich auf beiden Seiten immer mal solche. Und auch bei den Zwergen und anderen. Schließe mal ein bisschen auf. Zack. Und da gehen wir hier mit unseren glänzenden Hosen, die beste Freundin. La 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 la. Komm, wir halten einen Plausch im Wald. Nur wenige helfen heute noch einem Elfen. Ja. Ich möchte dich dafür belohnen. Ach so, ach so. Komm ins Lager in der Nähe. Dort habe ich was für dich. Ja, das ist ja schön. Da freue ich mich sehr. Alter, das Wetter hier seit Tagen, also seit mehreren Folgen, ist das Wetter hier schon scheiße. Gibt's doch gar nicht. Da hätte man gerade Pilze sammeln können. Egal. Die Kreatur aus dem Wald von Ochsenfort. Boah, ich hoffe, wir kriegen den noch. Ich weiß nicht genau, welches Level der hat, aber wir waren ja mit zwei Schlägen quasi platt. Das war ein bisschen doof. So, hier sind wir jetzt auf dem Weg. Da drüben geht eine Wache. Sieht aber nach einem Mensch aus tatsächlich, weil er ein Schwert trägt. Und der Skoyatel geht hier einfach an den Menschen vorbei. Okay. Nee, das sind auch Skoyatel. Ah, okay. Wir sind also schon beim Lager in der Nähe. Und keiner greift uns an. Da freue ich mich ein bisschen.
Pisst der da gerade an einen Baum? Das machen doch Skoyatell nicht. Die sind naturverbunden. Oh. Skoyatell-Notizen. Ich hoffe, die können wir überhaupt lesen. Mal nach unten scrollen, mal oben. Man weiß es nie genau. Die Deuner haben Zerbin gefangen genommen. Sie halten ihn an einer Leine wie einen Hund. Zwei Banditen bewachen ihn ständig. Darum kann ich nicht angreifen, denn sie könnten ihm wehtun. Und ich habe nicht die Absicht, mit den Deuen zu verhandeln. Aber Zerbin ist ein kluger Kopf. Die Deuen zwingen ihn, Alkohol zu trinken, damit er singt. Dann beleidigt er sie oder ruft uns in der älteren Rede. Seine Stimme hört man im ganzen Sumpf. Wir verstehen also jedes Wort. Wir kennen die Abläufe bei den Menschen. Wir wissen, wann sie ihren Wachwechsel haben, welche Waffen sie tragen. Ich habe mir alles gemerkt. Wenn ich genug weiß, schlage ich zu. Schnell. Wenn sie es nicht erwarten und wo es am meisten wehtut. Ist ja jetzt nicht mehr nötig. Und warum schreibt er sowas auf? Ach ja. Warum schreibt er sowas... Gift. Die Stimmen passen auch nicht so ganz. Du bist ja nicht willkommen. Oh, ja. Doch. Du bist ja nicht willkommen. Bin ich. Okay. Erhalten. 150 Erfahrungspunkte. Freue ich mich. Zeig mir mal dein Angebot. So, was hat er denn da? 10. Lara Dorn und Kree genannt von Lott. Kaufen wir mal 1. Nicht 10. Was soll ich mit 10? Ich kaufe hier ein Buch. So, dann haben wir das auch mal gemacht. Nein. Scheiße. Ich hasse das. Ja, passiert manchmal. Ich weiß, über... Oh, Silber. Oh. 22% kritischer Treffer. Oh, Adendite. Das ist doch das, was wir eh schon haben. Wie kann er das verkaufen, wenn wir das haben? Ganz merkwürdig. 257 hat er und bietet uns gute Preise. Gute Besserung. Hat leider kaum Kohle, muss ich zugeben. Naja, verkaufen wir dir mal ein bisschen Klumpatsch hier. Da. Nee, brauchen wir nicht. 59. Warte, wir könnten echt gut Kohle machen, wenn wir die Schwerter mal langsam loswerden. 135. Scheiße, ich kann nichts mehr verkaufen hier. 15, 97 bringen noch 62. Jetzt haben wir noch 35. Kann man noch irgendwas Lumpiges? 32 hier. Komm, das brauchen wir auch nicht. Zack. Das eigentlich auch nicht, aber der hat keine Kohle mehr. So, das Buch habe ich nur gekauft, weil wir es noch nicht hatten. Leider habe ich es zweimal gekauft, aber die Kohle haben wir uns ja wieder geholt letzten Endes. Fail. Selber Fail. So, und jetzt gucken wir mal ganz kurz da rein. Liebe kennt keine Grenzen, sagt das Sprichwort. Für diese Redensart gibt es in der Geschichte keinen besseren Beweis als die Liebe zwischen Lara Dorn und Kree genannt von Lott. Sie, eine mächtige elfische Wissende, Trägerin des älteren Blutes, dem großen Avalak, versprochen. Er, ein menschlicher Zauberer mit großem Talent und von einfacher Herkunft. Sie, imstande Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende zu leben. Er, 60 Jahre, vielleicht 70, wie wir alle. Sie hätten sich hassen und verabscheuen müssen, doch stattdessen entbrannte eine große Liebe zwischen ihnen. Ungeachtet des tobenden Krieges um sie herum und der Verurteilungen und Verwünschungen, die von allen Seiten auf sie niederprasselten, führten sie ein einfaches und glückliches Leben. Und schon bald trug Lara ein Kind unter dem Herzen. Ein Kind von Lara und Kregenen hätte das Beste beider Völker und endlich auch beide Völker vereinen können. Doch leider sollte es nicht sein. Die Menschen sahen in Kregenen einen Verräter und Überläufer. Sie verlangten von ihm, Lara zu verlassen. Und als er sich weigerte, fassten sie den Entschluss, beide zu ermorden. So kam es, dass Kregenen starb, während Lara, die kurz vor der Niederkunft stand, mit dem Leben davonkam. Sie floh nach Dreiberg, um Zerro, die Königin von Redanien, um Hilfe und Beistand anzuflehen. Und was geschah dann? An dieser Stelle werden unter den Elfen und Menschen zwei grundlegend verschiedene Versionen erzählt. Laut der Chronisten der Ironside heißt es, doch ihr Flehen erweichte nicht die steinernen Herzen der Deune, der grausamen Menschen. Als aber Lara nicht mehr für sich um Mitleid bat, sondern für ihr Kind und sich an die Tür der Kutsche klammerte, schlug auf Befehl der Königin der Henkersknecht mit dem Dolchmesser zu und hackte ihr die Finger ab. Und als sie in der Nacht der klirrende Frost umfing, tat Lara auf der Anhöhe in den Wäldern ihren letzten Atemzug und brachte ein Töchterchen zur Welt, das von dem Rest der noch in ihr glimmernden Wärme bewahrt wurde. Der Sage der Menschen nach aber sprach Zerro,
bittet nicht mich um Gnade, sondern diejenigen, denen du mit deinem Zauber geschadet hast. Du hattest den Mut, Böses zu tun. So hab denn jetzt auch Mut, da Vergeltung und Gerechtigkeit nah sind. Es steht nicht in meiner Macht, dir die Sünden zu vergeben. Als Antwort darauf erwiderte Lara: Mein Untergang ist nah, doch auch deiner ist nicht mehr fern, Königin. Du wirst noch der Stunde des schrecklichen Todes von Lara Dorn gedenken und ihres Fluches. So wisse denn, dass meine Verwünschung auch deine Nachkommenschaft erreichen wird, bis ins 10. Glied. Welche Version der Wahrheit entspricht, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Sicherlich weichen beide Versionen von den tatsächlichen Begebenheiten ab, da sie jeweils den Feind in ein schlechtes Licht rücken wollen. Laras Ende ist tragisch. Der Hass zwischen den Völkern, den Kregenen beenden wollte, ist nun so groß, dass die durch ihn geschaffene Dunkelheit die Wahrheit ihres Schicksals für immer verhüllen wird. Wasser ist Gift. Wie lebt es sich? Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Ja, genau. Plötze, reite doch durchs Lager. Tolle Idee. So. Ja, zu der Geschichte leider, leider, leider viel zu viel Wahres dran. So, hier unten, guck mal, hier haben wir dann wirklich alles abgeschlossen. Alles abgeschlossen. Da sind dann noch 2 Fragezeichen und hier haben wir noch 4 und das war's. Dann haben wir hier alle Fragezeichen durch. Haben wir alles fertig, komplett auf dem Kontinent. Dann haben wir es wirklich geschafft. Man glaubt es gar nicht. So, ich reite jetzt mal weiter. Dem grünen Pfeil entgegen der grünen Markierung. Mal gucken, ob es wieder ein Schatz ist. Den müssen wir in Bälde wieder verkaufen. Ein Banditenlager, hey! Nicht nachlassen! Was zum Teufel? Stirb! So, das dürfte das Banditenlager gewesen sein. Na komm, steck weg die Waffe. Ist doch nichts mehr hier. Das Fleisch können wir nicht mitnehmen. Bin ich fast ein bisschen froh drum. So, ein paar Langschwerter, die können wir ja vielleicht doch noch mitnehmen. Ich wollte die eigentlich gar nicht verkaufen. Ich wollte die eigentlich einschmelzen tatsächlich. Da uns die Zutaten ja kein Gewicht mehr kosten, was auch nicht sonderlich realistisch ist. Ich hätte die Zutaten lieber in der Kiste gesammelt tatsächlich. Ich weiß nicht genau, warum sie die Zutaten jetzt alle auf 0 gesetzt haben, damit die nichts mehr wiegen. Da bin ich ein bisschen verunsichert, ehrlich gesagt, warum das gemacht wurde. Ich habe keine Ahnung. Also ich meine nicht, dass es mich allzu sehr stören würde, aber es ist halt nicht sehr... Es passt nicht zum Realismus des Witchers. Da wäre es sinnvoller gewesen, die verschiedenen Kisten zu machen und eine machst du dann zur Materialkiste. Da wurde halt irgendwie eine Crafting-Bank. Huch, was machst du denn da plötzlich? Das war ich nicht selber. Ja, auf jeden Fall. Naja, gut, hätte ich vielleicht ein bisschen anders gemacht. Aber wer bin ich schon? Ich bin's doch nur, euer Witchy. Witchy Witch. So, hallo? Was ist denn los, Plötze? Warum so unruhig? Wegen dem Wetter? So. Dann reiten wir mal in die Richtung. Irgendwo in die Richtung des Wegschildes. Ist ein längerer Weg hier tatsächlich. Ah. Reiten wir jetzt geradeaus oder? Ja, wir reiten einfach stur geradeaus. So, aber wir haben es ja eh gleich geschafft und überall pisst es hier. Die Bauern immer noch auf den Feldern, die müssen ja irgendwie überleben tatsächlich. Denen ist das Wetter ja, glaube ich, relativ egal, obwohl denen Sonne vielleicht ein bisschen lieber wäre. Plötze? Nein. Aber hier, ne? Genau, hier ist auch ein Weg. Halt, da ist das Schild. Da ist das Schild. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind, ehrlich gesagt. Irgendein Kräuterfuzzi wohnt da. Und wir reisen mal. Per Schnelligkeit reisen wir mal ganz kurz
sofort weißer Adler. Dann können wir die beiden machen. Dann bleiben nur noch die vier Fragezeichen. Haben wir alles geschafft? Freue ich mich. Sehr cool. Okay, Fort Weißer Adler. Ich hoffe, das war nicht das Sumpfgebiet. Ich glaube, es war das Sumpfgebiet. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden uns... Ach, ach er. Alter. Das war ja unser Freund. Ich dachte gerade, wir spawnen hier direkt neben irgendeinem Troll. Alter. Voll die Panik geschoben. Zu Recht, möchte ich sagen. Zu Recht. So. Ich wusste gar nicht mehr, dass der noch ein Schild hat. Also so ein Ortsschild bei sich direkt vor der Nase. So, wieso habe ich denn die Fragezeichen damals nicht gemacht, als ich schon hier war? Hätte mir jetzt ein bisschen Weg erspart. Ich versuche hier irgendwas zu erkennen, aber es ist einfach nur Scheißwetter und ekelhaft. Seit mehreren Folgen ist es hier noch ekelhaft. Okay. Ich hoffe, das können wir hinkriegen. Es scheint ein bewachter Schatz zu sein. Ein Basilisk. Alter. Nein. Alter. Wieso? Alter, hör auf! Kritische Treffer! Was soll denn das? Und ich hatte nicht mal... Ich hätte vielleicht vorher noch ein Öl nehmen sollen. Also wir kriegen ihn schon runter, aber ich glaube, der ist auch noch ein bisschen zu heftig, oder? Andererseits... Jetzt bin ich voll hier reingerollt, scheiße. Das wird noch zu heftig. Also wir kriegen den down. Ich könnte jetzt auch wieder ein paar Mal... Ach, jetzt trifft er mich auch noch mit seiner scheiß Säure immer. Ne. Das kriegen wir auf jeden Fall nicht hin. Und der trifft uns immer mit seiner Säure, offenbar. Kommt der eigentlich hier auch hier ins Wasser? Nur mal so aus Neugier, ob die Flugdinger auch hier im Wasser angreifen. Nee, da kommen die nicht rein. Bringt uns nur nicht viel. Ich kann jetzt die ganze Zeit natürlich Schwalbe suppeln, aber das bringt auch nicht. Ist auch schon die verbesserte, aber die bringt auch nicht so viel. Ja, da sagst du was, Geri. Geralt, alter Schwede. Boah, scheiße. Ne, das wird nix. Müsste vielleicht mal versuchen mit... Und schon wieder, der mit seinem scheiß Gift. Das war's. Ciao. Das, ja, da kommen wir später ein bisschen wieder. Level 32, der ist irgendwie 10 Level über uns. Da kommen wir später ein bisschen wieder. Der ist momentan noch ein kleines bisschen, wir würden ihn vielleicht schaffen, wenn wir jetzt wieder ein paar Mal probieren. Aber wie gesagt, das dauert immer so lange und dann, naja, das will jetzt auch keiner, wenn wir hier irgendwie 3 Folgen an dem rumhängen und rumkauen. Das würde schon
Also, naja. Das Problem ist wirklich, dass die Spikes da überall aus dem Boden ragen und man hakt sich da gerne fest. Und dann, naja, ist man dem ausgeliefert oder kann er nicht wegrollen oder rollt dagegen und kommt nicht weit genug weg. Und er hat natürlich mächtige Schwingen, die er einem dann einfach reinsemmelt. Wir könnten jetzt natürlich so ein Bestienöl auflegen und wie gesagt, lalala, aber wir holen es ihn einfach später. Dann würde ich sagen, wir gehen lieber ein bisschen früher nach Skellige und holen uns den hier ein bisschen später. So. Zumindest wissen wir jetzt, alle Fragezeichen, die noch übrig sind, das sind dann glaube ich nur noch zwei. Ah ne, ist ein Fragezeichen tatsächlich. Das da unten haben wir ja schon geschafft, auch wenn wir das anders geschafft haben. Hier ist noch eins, was wir noch nicht wissen. Genau, da wusste ich ja nicht, wie man hinkommt tatsächlich. Und irgendwo hier unten, hier, genau, hier war der versteckte Schatz. Da haben wir die alte, sind wir die alte umlaufen. Da ist ja noch eine, aber die haben wir uns natürlich gemerkt, da können wir später nochmal hinkommen. Jetzt aber erstmal schauen, was hier oben ist. So, mal schauen. Ich hoffe, der Weg dauert nicht allzu lange. Das Aufnehmen lasse ich gerade mal. Keine Ahnung, was da drin ist. Wir brauchen es wahrscheinlich momentan nicht unbedingt zwingend. Wir müssen auch noch in der anderen Map, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, da müssen wir noch ein paar Monsternester besiegen, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir noch welche ausgelassen damals. Die würde ich auch gerne noch fertig machen. Das können wir dann aber irgendwann auf einer Rundreise durch ehemalige Maps machen. Wenn wir aber schon in Skellige waren. Dann können wir auch eben nochmal das Viech von eben kaputt schlagen. Guck mal, was da ist. Okay. Wie kommen wir denn... Versteckter Schatz finde ich ganz toll, aber wie kommen wir denn da hin? Hey, Hübsche! So, die war ein bisschen leichter. Muss ich mir auch keine Mühe geben gerade. Oh. Schlüssel an zerknüllter Notiz. Zerknüllte Notiz. Schlachtfeldbeute. Lies die... Ja, das machen wir natürlich. Schlachtfeldbeute. Ich habe immer gesagt, dass Muski was auf dem Kasten hat. Er versteht mehr Wörter als so mancher Mensch. Er kann alle möglichen Tricks. Sitzen, heulen und wenn man ihm einen Speckstreifen gibt, dann schüttelt er ihm sogar die Hand. Aber heute hat er sich selbst übertroffen. Also, pass auf. Muski kam vom Feld angerannt, hatte was im Maul. Ich dachte zuerst, das wäre ein Hase oder so, mit dem wir einen leckeren Eintopf kochen und dessen Fell wir dann verkaufen könnten, aber das war gar kein Hase, sondern ein Sack. Er war blutgetränkt. Ist ja kein Wunder, dass Muski ihn aufgestöbert hat, so voller Blut und so. Ich schaute da hinein und fand den Schlüssel. Er war klein und voller Gravuren und Verzierung. Sah aus, als würde er zu einer Truhe oder einem Kästchen passen. Ich dachte, vielleicht liegt da hier irgendwo so ein Schatzversteck, zu dem der Schlüssel gehört. Ich werde also losgehen, mich ein bisschen umsehen. Und wenn ich ihn finde, das schwöre ich bei Melitele, kriegt Muski bis zum Ende seiner Tage bestes Kalbfleisch zu fressen. Naja, das Blut auf dem Sack bereitet mir ein bisschen Sorgen. Aber ich nehme einen dicken Knüppel mit, dann kann ich allem, was aus dem Gebüsch kommt, eins überbraten. Ich sage immer, man lebt nur einmal. Also sollte man hier und da auch mal ein Risiko eingehen. Ja, liebe Kinder, und das passiert, wenn man nach YOLO lebt. Da ist der Muski und da ist der Papa. YOLO, Alter. Aber nicht sehr lange. Okay, hier haben wir... Erstens haben wir hier eine Dunkelstahlplatte. Und hier haben wir ein bisschen... Was ist das? Da ist noch eine Kiste. Ich komme nicht umhin, diese Kiste zu untersuchen. Hier geht's noch irgendwie, geht's dahinter weiter, oder was? Hä? Was ist das denn gerade? Wie komme ich denn dahinter? Ich sehe die Truhe, aber ich komme nicht ran. Mit Feuer nicht? Ah, so. So, Runenstein, Hürden, Quest abgeschlossen. Juhu, noch eine Quest abgeschlossen, freue ich mich sehr. Die gute Schlachtfeldbeute, ja, ich hätte ihm tatsächlich gewünscht, dass er den Schatz findet und mit nach Hause nehmen kann. Hätte ich ihm wirklich gewünscht.
und gegönnt. Der Arme hat sich so gefreut über seinen kleinen Hundi. Und es hat ja auch niemandem wehgetan, weil hier ist ja eh alles tot. Ich gucke nochmal ganz kurz nach Kisten, aber hier ist nichts mehr. Tja. Was bleibt denn da noch? Also hier haben wir jetzt fast alles durch. Da müssen wir noch hin. Da haben wir jetzt fast alles durch. Hier war noch das Ding, wo der Typ nicht nach Hause gehen will. Aber ansonsten... Ach ja, hier, 4 Fragezeichen, die bleiben noch. Wir müssen zum Grenzposten irgendwie. Da würde ich gerne sagen, zum Fort oder zur Hintwacht. Von hier aus wahrscheinlich zum Fort Weißer Adler und dann zum Grenzposten. Das wird nochmal eine kleine Reise. Aber das machen wir dann natürlich erst in der nächsten Folge. Wenn ich so auf den Chronometer gucke, wird es für heute wieder Zeit. Diese furchtbare, furchtbare Überlänge immer. Furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Naja, jedenfalls in der nächsten Folge die letzten 4 Fragezeichen in dieser Map. Dann haben wir das endlich hinter uns. Eine wilde Fragezeichen hat's. Ich weiß, das dauert auch mal ein paar Folgen, aber es gibt zu viele davon und ich will alle machen. Komme, was wolle. Da kenne ich, da gibt es kein Vertun. Da kannst du zetern, wie du willst. Ich mach das trotzdem. Denn ich möchte einfach so spielen und viele andere wollen das auch sehen, was sich dahinter verbirgt. Denn wir wollen ja möglichst viel vom Spiel mitnehmen. Ja, heute haben wir aus Versehen eine Quest getriggert. Sonst wären wir vielleicht schon ein bisschen weiter. Wo wir diesen, ja, dieses, was war das? Was war ja keine Wyvern? Wie hieß das nochmal? Orthopäde. Wo so ein fliegender Orthopäde rumgeflogen ist, der echt fies war. Und dann gerade eben noch der andere Orthopäde, den wir hier gerade gefunden haben. Also diese Flugorthopäden, das sind die allerschlimmsten. Da muss man sich echt vorsehen. Da muss man halt die Beine in die Hand nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, in der nächsten Folge die letzten 4 Fragezeichen. Und dann geht's aber wirklich, wirklich weiter nach Skellige. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und da gibt es wieder ein neues Ländlein zu erkunden. Wir haben also noch ein bisschen vor uns. Ei der Daus, wer weiß, was da noch kommt. Ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl.